Wieso habe ich eigentlich keine Minen? Das ist eine gute Frage. Er wartet schon da unten auf mich. Na, Chicken, wann kommst du? Da hinten war ein Gitter, ne? Ja. Dann könnte es wahrscheinlich sein, dass durch den Drücken des Hebels da unten das Gitter hochgefahren wird. Wenn ich es eigentlich richtig anstelle, dann müsste ich nur den Roboter in der Mitte eigentlich deaktivieren, oder? Weil wenn er jetzt so deaktiviert ist, da wo er gerade steht, dann dürften die anderen beiden Roboter ihn nicht sehen und darauf aufmerksam werden, hey, hier huscht doch jemand herum. Ob das klappen wird. Was ist da im Gang? Hallo, Mr. Roboter. Sogar eine Leiter, aber hey. Müsste ich ja von der Plattform zu der Plattform hüpfen. So viel dazu. So viel dazu. Wie viele Moospfeile? 17. Dann könnte ich auch einfach da oben entlang gehen. Wichtig. Ja, du hast etwas bemerkt. Es wäre dann notwendig, wo ich landen muss. Versuch's mal so. Und wieso ist da jetzt unten auch Moos? Nee, du hörst nichts. Geh zurück auf deine Route. Ja, no danger! Garrett ist auch keine Gefahr. Doch, ist er. So bin ich dunkler. Ja. Dann ist ja noch einer. Wo, wenn ich den in der Mitte ausschalte?
Dann wird er da hinten ihn sehen. Ich glaube, ich ändere meinen Plan und du wirst deaktiviert. So, wird er jetzt auf ihn aufmerksam? Dürfte eigentlich nicht sein. Er ist noch zu weit hinter der Wand. Sieht doch gut aus. Das wurde nicht hochgefahren, aber irgendwas anderes hat sich getan. Frage ist was? War die Brücke da vorhin auch schon? Ich bin mir gerade unschlüssig. Wohl, nee, da ist etwas hochgefahren. Es gibt zwei Gitter. Alles klar. Die Frage ist nur, wo ist das andere? Der andere Hebel? Los, sag's auf der anderen Seite. Sifting through the remnants of the Precursor's world, I found the tools the Builder had left for me. Why save these things when all else is gone? The Builder hath spoken to Kallus, and imagine my joy when finally I did piece the puzzle together. How long did it wait for one such as me? One who could bring about the age when the Builder would walk again on Earth. Ja, Fanatiker, ne? Aber hier ist kein Hebel. Wo könnte denn der Hebel sein? Ja, wir das mit dem Spring müssen wir mal üben. Sifting through the remnants of the Precursor's world, I found the tools the Builder had left for me. Ja, schön für dich, Chaos, das hast du schon mal gesagt. Du wiederholst dich. Da wäre eigentlich noch eine Leiter. I did piece the puzzle together. How long did it wait for one such blah, blah, blah. One who could bring about the age when the Builder would walk again on Earth.
könnte der andere Hebel sein? Auf der gegenüberliegenden Seite! Nee, das war wahrscheinlich zu leicht. Jetzt sag mir nicht, ich muss da durch. Ja, dann wahrscheinlich eher dadurch. Naja, das bin ich, den du bemerkt hast. Ja, no danger, no danger. Garrett ist auch gar nicht gefährlich. Ich würde jetzt Garrett nicht als gefährlich einstufen. Nein, nein. Garrett möchte eigentlich nur in Ruhe gelassen werden, aber dann kommen irgendwelche komischen Leute und zwingen ihn in ein episches Adventure, worauf er eigentlich überhaupt keine Lust hat. Aber nur damit er weiter sein friedvolles Leben machen kann, muss er das zwangsweise tun. Voll gemein, ne? Da hätte ich eigentlich keinen Moss gebraucht. Ich bin nicht feindlich gesinnt. Doch, eigentlich schon. Wollte eigentlich nicht runter. Ich habe eigentlich nur das da hinten bemerkt. Das ist ja der Lüftungsschacht, aus dem ich rausgekommen bin. Chicken, du musst dich besser umgucken. Könnte ich da eigentlich wieder hoch? Mal so gefragt. Hier ist niemand, geh wieder weg. Ist das... Habt ihr euch jetzt eigentlich wieder beruhigt? Kann ich da eigentlich... Nee, ist kein Holz. Warum hat das eine braune Farbe? Ja, weil das auch braun ist, Chicken. Blabla. You will not escape. Ich zeig dir gleich, wer not escapen wird. Müssen wir nochmal üben. Er ist weg. So kann man auch durch Türen gehen. Ich sehe schon, das wäre ein Durchgang gewesen zwischen dem Raum und dem Raum da vorne. Wollen wir jetzt weiter dieses Intruder-Suchspiel spielen oder wollt ihr mal zurück auf euren Platz und so, dass ich die Aufnahmesession beenden kann? Ja, seid ihr so lieb? Einer geht schon mal auf seinen Platz zurück. Los, der zweite auch. Ja, fein. Ja, würde ich sagen, das hat jetzt merkwürdig geendet. Garrett ist noch irgendwie am Leben. Hurra. Wer weiß für wie lange. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Meine kleinen Freinachts, wenn wir den zweiten Hebel suchen. Und das geht ja da hinten zu öffnen.
was uns zum Aufzug führt, welches uns zum Beacon führt. Hooray! Also bis dahin, ciao.